Gut. Ja. Also jetzt hätte ich die ja, was mit unseren Gastgebern, ziehen sich auch zeitig zurück? Die ziehen sich auch dann bald zurück. Die Laternen bleiben an, die Fackeln werden gelöscht und das Feuer wird dann irgendwann gelöscht. Also, bevor sich drücken, ich würde noch fragen, wie es denn mit anderen Gefahren hier in der Gegend aussieht, abgesehen von Banditen? Ja, gibt's bestimmt. Sekunde. Ich glaube, da muss jemand Damage würfeln. Ein Traum von einer Katze. Ja. Hier im Süden treibt sich halt allerlei rum. Drachen, Tatzelwürmer. Okay, das sind auch Drachen, wie man es nimmt. Morgen. Einige berichteten auch davon, dass es ja angeblich Werwölfe geben soll. Okay. Was in unmittelbarer Nähe des Handelspostens in letzter Zeit aufgetaucht ist. In letzter Zeit? Banditen. Okay. Ja. Ja, gut, halt. Der sogenannte Hirschkönig, der wohl die Banditen anführen soll. Aber der war hier noch nie, kenne ich nicht, nie gesehen. Habe ich nur gehört. Der hat wahrscheinlich besseres zu tun. Ist ja ein König. Dann, selige Nacht. Oh. Naja, gut. Ja, sobald der Dunkel ist, guck mir nochmal die Umgebung von dem Handelsposten ab, so sag ich mal, einen 1 Kilometer Umkreis. Einfach, um mich noch ein bisschen zu bewegen und zu genießen, dass keine Sonne da ist. Ja gut, nur halt, ne, wirklich viel, viel Feld. Also Ebenen. Irgendwas, was mir mit meinen Archäologie-Kenntnissen auffällt, was sich lohnen könnte, auf meine Pfeilspitzen zu schmieren? Hier in der Umgebung, nein. Naja, ich weiß nicht, was irgendwas aufhält. Ja. Öl, das ist dann ganz schön widerlich. Na gut, wenn sonst nichts weiter ist, dann gehe ich da auch irgendwann schlafen. Mhm. Alex? Ja. Gehst du auch irgendwann schlafen, zukunftsmäßig? Das Tor ist ja geschützt, ne? Das ist jetzt gerade auch zu. Bald dunkel. Okay. Ja, ich würde mir noch ein bisschen den Sternenhimmel angucken. Mhm. Vielleicht noch eine Stunde oder zwei warten. Und dann. Ja, ich wahrscheinlich auch hinlegen. Alles klar. Gut, dann vergeht so langsam, aber sicher auch. Nacht, ihr schlaft, ihr werdet relativ zeitnah auch geweckt. Immer davon aus, ihr habt da alle auch drum gebeten, zeitnah geweckt zu werden. Ja. Ich habe mehr mitbekommen, was wir vorhaben. Auf jeden Fall rechtzeitig. Ihr werdet nicht 2 Stunden nachdem das alles stattgefunden hat, geweckt. Keine Sorge. So, wo sind die Banditen? Die sind jetzt schon so durch. Ja. Sagt ihr denn nix? Aber als Svetlana euch weckt sanft mit einem Eimer Wasser. Also sie nimmt einen Eimer Wasser und haut da mit einem Metallding drauf. Ja. Ist soweit auch schon im Lager, was ihr zumindest angedacht habt, mit dem Gold vorbereitet. Und ja, ihr könnt euch vorbereiten, was ihr machen möchtet. Ja, ich lasse mir mal noch kurz beschreiben, wie der Anführer von der Bande aussieht. Die, von denen die kommen, also der hat gesagt, beim ersten Mal war es eine Frau und der Typ kam dann wieder, ne? Genau, der Typ war immer dabei. Genau, den lasse ich mir kurz beschreiben, dass ich den sicher identifizieren kann.
Ich ziehe sorgfältig meine ganze Ausrüstung wieder an. Guck, ob Schwertgurte fest sind. Das, und frag nach einer Kleinigkeit, einen kleinen Happen zu essen nochmal und würde mich dann an meine Position begeben. Ja. Ah, Sekunde, ich gucke kurz die Beschreibung. Okay. Ich muss kurz das Bild wiederholen. Ein Mann, so Mitte 30, halt eine Kutte, Bogen bei sich, grüne Kutte und die Kutte relativ auch ins Gesicht gezogen. Einfacher Bart, dunkle Haare. Ja. Ja, weiß er jetzt auch gar nicht zu beschreiben. Hoffentlich zu identifizieren. Ich habe den Char erstellt, aber kein Bild. Ich habe übrigens mein Karma so direkt neben mich gelegt, dass ich es schnell gezogen bekomme. Mhm. Nicht erst am Gürtel rumfummeln muss. So, ihr seid die Grenzfüße verteilt? Genau, ich würde noch die Krähenfüße verteilen, genau. Wie war das? Rechtsklick, Stift. Warte, wie geht das? Zeichnung. Möchtest du es malen? Klick mal oben bei der Karte auf die drei Punkte. Hast du da drei Punkte? Ja, genau so. Warte. Ich mache noch eine technische Zeichnung von einem Krähenfuß dahin. Sieht ein bisschen aus wie ein Mercedes-Benz, aber das ist egal. Das muss so. Die Krähenfüße sind halt der Mercedes unter den Krähenfüßen. Das sind originale Tengu-Krähenfüße. Bessere kriegst du im ganzen Land nicht. Hä, wofür ist das eigentlich? Krähenfüße? Da treten Leute rein und machen Aua Bobo. Achso, ich dachte, wir kriegen die für irgendwas. Nein, die leg ich davor. Dass wenn die hochklettern wollen, dass sie entweder A, ist schweres Terrain, weil du dich vorsichtig bewegen musst. Außerdem tut das Zeug, ist halt so Peaks. Aber mal so OC jetzt gehört, wie viele deiner Ahnen hast du jetzt für diese Krähenfüße eigentlich getötet? Was denkst du, warum ich allein unterwegs bin? So, deswegen hat das den Untertitel der letzte Tengu. Ich bin der Itachi unter den Tengus. Spirit, der letzte Tengu, Korn, Tengu. Ich wollte ursprünglich eure Nameplates in der Kamera, wollte ich eigentlich noch untertiteln, aber das hätte man leider nicht gesehen. Ja, also ich bin auch auf meinen Posten gegangen. Ich liege da mit gezogener Armbrust und warte. Sehr schön. Ich bin auch ganz flach da. Schnabel auf dem Boden. Mhm. Noch irgendwer sich umpositionieren oder anders gehen? Ich wollte fragen, was mit diesem Karren ist, der da steht. Wie hoch ist der? Kann man sich da theoretisch Deckung technisch hinterstellen? Halbe Deckung. Also muss ich mich hinknien. Rainer ist oben, richtig? Wenn du dich voll verstecken möchtest, ja. Okay. Severa ist unten, hinterm Tor, in einem Torflügel, richtig? Genau. Wer ist hinterm zweiten Torflügel? Moment, ich garantiert nicht. Da kann man sich hinstellen? Ja. Das sind die Palisade, wo der Rainer steht, das ist hochgelegen. Genau, da drunter. Da könnte ich hier unterstellen. Achso, da gibt es noch so. Ja. Kann man das irgendwie Tokens machen? Nicht so. Kann man uns irgendwie so ein Zeichen dran machen, wer oben ist und wer unten ist? Ja, es lässt sich ja dann erschließen. Also Alex und Severa sind unten, der Rest ist da oben. Einstellen. Dann bin ich nicht auf der Palisade. Ja, wir wissen es dann, ja, so ist ja same, so ist ja fein. Genau, schön flach hingelegt, ist schön in die Ecke gekauert. Dann werft mir doch alle mal Stealth-Wurf.
Wir werden sterben. Ohne das Feld reinklicken, oder? Einfach Doppelklick in das, hintere Feld mit dem Würfel. Rechts. Ach so. Das da, wo ein kleiner Würfel dran ist. Gut, dass du am Arsch der Heide stehst. Alter, okay. Ja, da, die Rainer ist die. Rainer ist die Palisade. Ja, vor allem die mit minus 2. Die mit minus 2 würfeln höher als er mit plus 3 und er mit plus 7. Ja, leck mich doch. Ich hab's auch vergessen, man hätte ja auch einfach 10 nehmen können. Oder sogar 20 nehmen, weil wir haben ja Zeit vorzubereiten. Das ist richtig. Hä? Wenn du eine längere Probe machst, die jetzt nicht zeitkritisch ist, kannst du 10 bzw. 20 nehmen. Also 10 nehmen ist für Standardproben, da brauchst du Doppelte der Zeit, wenn du eine Probe würfelst. Und 20 nehmen kannst du halt, wenn du wirklich Zeit hast, zu probieren, Fehlschläge eingeplant sind und so. Also ich würde dann schon... Können wir die 10 nehmen? Aber es geht tatsächlich darum, dass ihr auch leise sein müsst, während sie ankommen. Ne, nicht auf irgendwelche Stöcke treten, Äste treten. Ja gut, wir bewegen uns ja nicht. Wir liegen ja da, bis es losgeht. Nicht pupsen oder röpsen. Verdammt, ich bin doch die Flatulenzkrähe. Deswegen, das ist soweit schon okay. Kron ist eh am Arsch der Heide, das kriegt keiner mit, wenn er da hinten pupst. Das riecht nur jeder. Da kriegst du diese grüne Wolke. Ich caste Todeswolke. So. Ja. Gut, aber nichtsdestotrotz hört ihr Hufgetrappel von galoppierenden Pferden. Geil. Und ihr könnt zumindest dann sehen, als sie einreiten, dass 4 Reiter auf 4 Pferden kommen und die alle hier in diesem Bereich absetzen Pferde. Also, Sekunde, da wo der Pfeil hin zeigt. Und von den Pferden absteigen und sich verteilen. Ja, und kleinen Bildschirm. Ja gut, während die sich verteilen. Sekunde. So, einer der Reiter, Banditen sind ganz normal leicht gerüstet, tragen einen Kurzbogen, tragen Leder. Lederklüfte, Kurzschwert und der Reiter, dessen schönes Bild ihr jetzt habt, er trägt einen Kompositbogen und einige Dagger Dolche an seiner Seite. Und ja. Los, macht, holt das Gold! Jawohl. Und die Banditen fangen auch das an, die beiden unflätlich und dezent sexualisierend zu beschimpfen, vor allen Dingen Svetlana. So, jetzt dürft ihr. Während die sich natürlich nach drinnen aufmachen und sich anfangen zu verteilen, schiebe ich auf jeden Fall meine Torhälfte zu. Und während das passiert, habe ich von, so wie ich da jetzt liege, freies Schussfeld auf einen. Weil das Gebäude ein bisschen höher ist. Der hier zwischen Karren und Gebäude steht, da, der hier. Also Bandit 0, also ohne Zahl. Ja. Ach ja, ihr könnt auch schon einmal Initiative würfeln. Würfel auch einmal für die Boah, da stehe ich voll scheiße. Sind die Dings akkurat, die Reichweiten? Ja. Ja, nicht, oder? Doch. Das sind Fuß. Das sind 18 Meter von meiner Position bis zu dem Typen. Ja, ein Kästchen sind 5 Fuß. Wow. Das ist ein Riesengebäude. I am Speed! Alter, ich finde es wieder nicht. Wo war denn das? Initiative, Übersicht. Unten rechts. Oder bei Kampf, genau. Luck, ey, das ist, ach, oder da bei Kampf drin, krass. Ich habe Übersicht mal geguckt. Kann das sein? Na klar. Da. Kampf unten rechts. Das ist doch echt scheiße. Unheimlich schnell. Speed. Aber wenn ihr jetzt euch dabei unauffällig und ruhig verhaltet, bekommt ihr zumindest einmal eine Runde Flat-Footed.
Also wir können ja. Überraschung. Verteile auch einmal Flatfooted auf dem. Wie war das? So, das kann ich verteilen. Nee, Alt- und Linksklick war mal anvisieren, ne? Steuerung Linksklick, dankeschön. 75. Du. Kannst auch oben einfach auf Zielmodus klicken und das dann markieren. Das wäre zu einfach. Solltet jetzt dann auch alle eure Bonis drauf bekommen. Und ja, du stehst tatsächlich ein bisschen sehr ungünstig, Rainer, an der Position. Ich habe extra das Haus nochmal beschrieben, dass das etwas höher ist, weil ihr ja noch einen zweiten Stock habt. Ja, wir kommen gleich schon vor. So. Gibt's denn die Möglichkeit, das Tor ist dass zu? Ich mich... Ja, nein? Achso, entschuldige. Noch nicht. Also bevor die das Tor zu machen, dass ich mich dann leise nochmal woanders hin bewege. Du kannst das während sie es zu machen. Weil so wie die ja drinne sind, machen die beiden das Tor zu und sich verteilen. Also laut drüber havern steht Alex aber auch ungünstig. Mir wird jetzt nur angezeigt, dass sie auf der anderen Seite die drei das irgendwas anvisieren können. Hm? What? Wenn ich mit der Maus so drüber hover, dann wird mir bei Severa zum Beispiel angezeigt, ja, die hat 35 Fuß zu dem Bandit. Weil er es getarget hat. Ach so, und die anderen haben noch nichts getargetet? Ich habe genau das Beispiel, wenn du auf mich zeigst. Richtig. Zeigt, siehst du auch. Okay. Dann würde ich mich gerne hierhin bewegen. Du bist doch gar nicht dran. Ja doch, das kann er ja, noch bevor machen. Bevor das halt alles passiert. Genau, das kann er noch. Ich merke dann ja so, hier scheiße. Dann wirfst du mir da bitte noch ein Stealth, damit die dich nicht bemerken. Du willst ja trotzdem, okay, passt, reicht. Alter, bist du ein Ninja? Plus 10 drauf. I wanna be Ninja. Oben, oberhalb, ne? Ja, ja, klar, oben und dann wieder flach gut hinlegen. Mhm. Ja. Wie siehst du, das ist jetzt auch keine großartige Deckung oder so? Ja, es sind Tische und. Ja. Also, sobald das Tor zu ist, würde ich auch meine beiden Schwerter ziehen.